Mein Name ist Anja Liechti, ich bin hier im Volk Marbach Ladenleiterin. Ich bin hier von den Kunden sehr schnell gut aufgenommen worden. Sie haben auch nach mir gefragt, ob ich jetzt die neue sei, die hier den Laden übernommen hat. Und das hat mich sehr gefreut und es war auch für mich einfacher, hier zu starten. Als ich von diesem Grasskifahren gehört habe, hat es mein Interesse sehr geweckt und ich bin neugierig geworden. Mein Name ist Stefan Portmann. Ich bin Gesamtweltcup-Sieger 2014 im Grasskifahren und mache das, seit ich 11-jährig bin. Ich bin zum Sport gekommen durch meinen Vater, der ist früher mal Grasskirennen gefahren. Mir hat das einfach gefallen, ich habe das immer wie professioneller betrieben. Er hat mich dabei gut unterstützt. Auch meine Mutter hat mich dabei unterstützt. Ich bin immer besser geworden, bis ich jetzt auf dem Weltcup-Niveau bin. Ich kann das halbprofessionell betreiben. Ich muss noch ein bisschen nebenbei arbeiten. Weltweit betreiben das ca. 13 Nationen und etwa 80 oder 100 Leute, die das Weltcup-mässig betreiben können. Die Schweizer stehen relativ gut da. Sie haben zwar ein kleines Team, aber ein schlagkräftiges Team. Wir haben etliche Weltmeister und ich bin Gesamtweltcup-Sieger. Also wir können vorne mithalten. Das Entlebuch ist insbesondere prädestiniert für den Sport, weil wir in einer hügeligen Graslandschaft sind. Im Vergleich zum alpinen Skirennsport ist der Grasskisport eigentlich relativ hart. Ich bin selber Alpin-Skirennen gefahren und das eigentlich mit Leidenschaft betrieben. Grasskifahren ist halt meine grössere Leidenschaft geworden. Was anders ist, man kann nicht rutschen, man kann nicht bremsen. Es ist eigentlich ein reines Karfen. Nach dem Training kann ich zu Marbach im Volk vorbeifahren. Er hat 7 Tage in der Woche offen. Also das heisst, ich kann am Sonntag, am Abend nach dem Training dort noch und Nacht noch einkaufen. Ich bin selber eine sehr begeisterte Skifahrerin. Und Rasenskifahren tue ich mich sehr speziell, aber wäre sicher offen, für das mal selber auszuprobieren.